Servus Leute, neues Video auf YouTube. Ich bin der Jonas und ja, ich bin ganz alleine im wunderschönen Heidelberg, was sich hier heute einfach im kompletten Nebel zeigt. Also es ist ultra neblig heute. Ich habe beim Herfahren, also hier geht es jetzt gerade am Parkplatz, aber da vorne im Wald habe ich gerade fast nichts gesehen beim Autofahren. Mal gucken, was das heute wird. Genau, wie das wird, seht ihr nach dem Intro und ich würde sagen, es geht einfach los. Viel Spaß wie immer. Let's go! Da haben sich die Handguards schon bewährt. Uah. Hier wollte ich nicht lang. Boah, assi neblig hier. Und eine rutschige Wurzel. Haben wir aber nochmal gesaved. Oh, das war nicht gut gefahren. Da fahren wir nicht die Shortcuts. Oh, da hat meine Hand gerade ganz schön Druck gekriegt. Aber es ging ganz gut. Yes. Wow, Handguards, danke. Geil. Hui. Das hat ganz schön was abgekriegt, ist jetzt auch locker wieder festmachen. Aber hat mich gesaved. Geil. So, genau in so einer Situation, wo jetzt was locker ist, in dem Fall hier vorne das Kunststoffteil von meinem Handguard. Gebrochen ist nicht, aber ihr hört, gegenüber hier klappert es und ist locker. Kommt bei mir mein One-Up-Tool zum Einsatz, weil es geht einfach ultra schnell. Ihr habt hier in Sekunden ein Tool, könnt hier mega schnell was fixen, das andere hier reingesteckt, das nicht verloren geht. Guckt, welcher Imbus der hier. Mal gucken, ich finde auf 1 bestimmt nicht den richtigen, aber egal, ich glaube, es ist der. Zack. Ja, der richtige, ihr seht, die Schraube ist locker. Zack, angezogen, Handguard bombenfest, Tool zack, wieder eingepackt. Hier, wenn man das ein paar Mal übt, am Anfang habe ich da ein bisschen gebraucht, aber wenn man das ein paar Mal übt, wie es geht, dann geht es echt schnell. Zack, Tool wieder rein. Klack, eingerastet und die Schraube ist fest. Kann ich euch wärmstens empfehlen. Richtig geil. Ihr werdet sehen, in Zukunft, demnächst kommt ein Video. Da seht ihr, warum ich es auch jetzt zusätzlich nochmal ultra geil finde. Und wo ihr euer Tool immer dabei habt, aber wartet ab. Stelle ich euch demnächst in einem Video mal vor. Aber ja, ultra geil hier die Schraube vom One-Up-Tool. Kann man mit dem Kassettentool anziehen
Oder es hat hier im One-Up-Tool auch ein Tool drin zum Anziehen, falls unterwegs der Vorbau sich mal lockert oder der Lenker verdreht ist und man es anziehen muss. Also da haben die auf jeden Fall mitgedacht. Keine Werbung, also ich habe das ganz normal im Laden beim Schaltwerk Schweigern gekauft. Zum normalen Preis. Ganz normal wie jeder andere auch. Aber einfach meine persönliche Empfehlung. Richtig geil, funktioniert richtig gut. Und ihr habt es gesehen, in so einem Fall, wenn man mal schnell ein Bremshebel hingefallen ist, Bremshebel ist krumm, Lenker krumm, hier das Handguard jetzt locker in dem Fall, geht es so ultra schnell. Ich habe hier einen Kettenlieder dran, einen Reifenheber, ein Kettenschloss, das One-Up-Tool als Multitool an sich selber. Hier unten noch Stauraum, da habe ich persönlich, kann mal aufmachen, bei der Fox 38 passt nur das kurze. Die untere Hülse nur die kurze dran und bei der Fox 36 die längere. Ich habe hier so einen Salami-Plug, hier noch Salamis drin und Notgroschen, falls, keine Ahnung, ja, ich mal irgendwo was trinken gehe oder was brauche, keine Ahnung, Geld kann man immer brauchen und so habe ich es immer dabei. Ja, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, ist richtig geil. Und funktioniert natürlich nur in Kombination mit einem geilen S-Club-Vorbau, geilen S-Club-Spacer und vor allem der obere in Orange. Nee, Spaß, könnt ihr natürlich bei jedem Vorbau verbauen. Aber das kann ich euch auch empfehlen, weil S-Club ist immer geil. Jo Leute, kleines Update. Ich bin am neuen Einstieg von der HD Freeride-Strecke, Downhill Flow Trail. Und der Tannenzäpfle Trail, der ist ganz neu. Früher war der Einstieg ja vorne an der Aussichtsplattform. Jetzt ist der hier, haben sie eigentlich echt ganz geil gemacht. Sieht echt ganz geil aus. Und eine kleine Neuigkeit für euch gibt es auch noch. Und zwar, ich bin seit ein paar Monaten Mitglied beim HD Freeride. Ich war jetzt schon so oft hier fahren, glaube ich. Und die Jungs müssen da einfach unterstützt werden. Die haben so viel hier auf die Beine gestellt, haben jetzt mittlerweile 3 Strecken, die offiziell sind und regeln hier, denke ich, auch sonst echt viel im Wald, was Mountainbiken betrifft. Und deshalb gilt es, sie auf jeden Fall zu unterstützen. Ist auch nicht teuer, also wenn ihr hier fahren wollt und oder hier sowieso schon am Fahren seid, dann unterstützt doch die Jungs bitte. Das wäre echt nice, weil nur so können die Trails hier ja instand gehalten werden. Ich meine, ich habe auch ein ganzes Stück hierher und ich komme meistens dann auch nur zum Fahren hierher und bin sonst nicht so aktiv im Verein. Aber durch das, dass ich im Verein bin, kann ich trotzdem meinen kleinen Beitrag dazu beitragen, dass das hier erhalten bleiben kann. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Deshalb bin ich Mitglied seit ein paar Monaten und jetzt das erste Mal hier, seit ich Mitglied bin tatsächlich. Die Vereinsstrecken sind auch nur für Mitglieder zum Befahren und auf der Instagram-Seite, einen Moment. Ja Leute, ich habe es euch mal rausgesucht, das lädt jetzt nicht richtig, weil mein Internet hier zu schlecht ist, aber auf der Seite vom HD Freeride, ich blende es euch mal ein, ja, keine Internetverbindung, nice, ich blende es euch mal ein, da seht ihr auch immer den Trail-Status, das haben sie jetzt ganz neu, also ihr könnt gucken, welche Strecken aktuell geöffnet sind und welche geschlossen. Der Tannenzäpfle Trail, das ist der ganz neue, der ist jetzt hier auch auf Rot. Deshalb fahren wir den heute auch nicht, weil der ist geschlossen. Und ja, da muss man einfach ein bisschen drauf achten. Die Jungs stecken da echt viel Mühe rein. Und wenn man den dann trotzdem fährt, trotz dass es jetzt ultra nass ist, dann geht das ganze neue Zeug gleich kaputt. Was wir alle nicht wollen, weil wir wollen alle geile Trails. Das heißt, haltet euch bitte an die Regeln, fahrt nicht trotzdem am Absperrband vorbei oder schneidet das Absperrband durch oder lauter so ein Scheiß, was man da hört. Was Leute machen, ich verstehe nicht warum, ist eigentlich schade, aber genau, haltet euch da dran. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal in die Downhill-Strecke rein. Ich bin die, glaube ich, 2-mal gefahren bisher. Ich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Unten hat es ausgesehen, wie wenn ein bisschen laubgerecht wäre, das wäre natürlich richtig prime. Genau, aber wir schanzen jetzt mal rein, wir fahren mal rein in die Downhill-Strecke hier. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock, Rad macht seinen Job heute. Die ersten 2 Laps waren gar nicht gut, aber jetzt fühlt sich's ganz geil an, jetzt wird's besser. Ich muss auch immer noch mit der Hand ein bisschen gucken, wie es geht. Ist schon ziemlich geil. Genug gelabert, es geht jetzt rein auf den Trail. Ich hab Bock und genau, wir sehen uns gleich auf dem Trail. Let's go! Übrigens, was ich vergessen habe, kleiner Nachtrag vielleicht. Falls ihr sagt, ey, Mitgliedschaft ist mir zu viel, ich bin nur einmal im Jahr in Heidelberg und will dann aber die offiziellen Strecken fahren. Hier am Einstieg hat es ein Schild mit einem QR-Code. Wenn ihr den QR-Code scannt, könnt ihr eine Tageskarte kaufen und den Haftungsschluss
den Haftungsausschluss unterschreiben oder hier halt eben auch bestätigen und dann habt ihr eine Tageskarte und könnt dann auch fahren. Wichtig ist, hier wird auch kontrolliert, also wenn ihr ohne Tageskarte oder Mitgliedschaft auf den Strecken unterwegs seid, ist nicht geil, dann, ich weiß nicht, was genau passiert, aber es wird sicherlich irgendeine Strafe geben. Macht's einfach nicht, kauft eine Tageskarte oder am besten werdet einfach Mitglied bei den Jungs. Das ist am geilsten. Jetzt geht's in den Trail. So, wir starten mal rein. Hier geht's rüber zur Downhill-Strecke. Ganz geil. Kann man die Leute ein bisschen umfahren da oben auf der Aussichtsplattform. Ist man denen nicht im Weg? So, hier langsam, hier hat es einen Wanderweg. Hier gucken, ob da Wanderer kommen. Und dann könnt ihr hier rüber rollen. Ihr seht, Tannenzäpfle ist da unten abgesperrt. Wir rollen in die Downhill-Strecke. Und nicht in Tannenzäpfle. Genau, hier wird es jetzt reingehen. Aber ihr seht, ist abgesperrt. Das auch respektieren. Experts only. Grüße gehen raus an Manu. Du darfst hier nicht fahren, weil hier ist Experts Only Schild. Kleiner Insider. Slippery. Wow, hier neu gebaut. Geil. Also wie gesagt, verzeiht mir manche Lines, weil ich habe echt keine Ahnung. Oh, hier ist wieder. Oh, was abgesperrt. Ah, das ist der neue Teil hier. Wow. Wow, tiefe Rut. Wow. Hilfe. Ich weiß gerade nicht, ob das offiziell war, was ich da gefahren bin. Aber sieht so aus anscheinend schon. Macht Bock. Haben sie gut gemacht, die Jungs. Wow. Wow, kann man das fahren hier? Ja, alles ziemlich blind hier, was ich hier mache. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Double kann man auch trippeln, aber no way. Oh, Steine, Hilfe, oh Gott. Oh, das schaffe ich nicht mehr, aber das hier. So, weiter geht's. Nächster Teil. Wow, Jungs, Alter. Also, ist schon eine Downhill-Strecke hier. Merken wir auf jeden Fall. Mit meiner Hand hier. Wow, Alter, Scheiße. Da geht's in Floortrail rechts. Auch eine offizielle Strecke. Eine von den dreien. Oh Gott, ich stuhl hier richtig durch. Alter. Okay, weiter geht's. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, deshalb weiter. Schau, gutes Training, wenn man mal ein paar Full-Laps macht mit wenig Pausen. Junge. Fast kein Bremsbeläge mehr hinten. Die kommen aber bei den Lieferzeiten gerade. Oh, ich sollte meine Fresse halten, glaube ich. Das wäre besser. Oh, Alter. Ja, Leute. Ich bin gerade am Hochtreten. Ihr seht, 17 Kilometer habe ich in einer Stunde 36 und 180er Puls. Also hier geht es schon hoch. So langsam gehen mir die Reserven aus. Aber Leute, wenn ihr einen Vollgasriegel in der Tasche habt und dann auch noch in meiner Lieblingssorte Blaubeer, dann geht es gleich hoch. Da fliegt ihr den Berg nach oben.
soll ich euch demonstrieren, wollt ihr es wirklich sehen. Ich zeige euch, wie es geht. Pass auf, Riegel aufmachen, Müll darf natürlich nicht runterfliegen, der kommt in die Tasche. Vollgasriegel, Blaubeere ausgepackt. Erster Biss, richtig geil. Alter, da geht's gleich ab, ich sag's euch. Das wird unnormal. Das wird wirklich unnormal. Und wenn ihr dann auch noch mit Jonas 15% auf eure Bestellung spart, Alter. Ey, dann weiß ich ja nicht mehr. Und ich würde sagen, jetzt geht's ab. Und los geht's. Ja, da kommt der Riegel zum Vorschein. Geht doch gleich ganz anders den Berg hoch hier. Juhu! Yes! Hinterrad versetzen. Inside. Geil. So, und hier. Hopp. Geil. Okay. Hier rein. Und direkt auf die Highline. Yes. Okay. Geil. Ja Leute, ich bin gerade auf dem Heimweg, Rad ist wieder hinten drin verladen. Das war's von dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut bei den Jungs vom HD Freeride mal vorbei. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß beim Radfahren. Ciao.